Entschuldigung. Hi. Möchtest du mit mir auf ein Date gehen? Herzlich willkommen. Wir sind heute auf der Straße und wollen herausfinden, wie spontan sind Menschen eigentlich, wenn man sie nach einem Date fragt. Würdest du gerne mit mir auf ein Date gehen? Danke schön. Würdest du mit mir auf ein Date gehen? Nein. Date? Hey, Datey, Datey. Die Wahrheit ist, wir sind heute Morgen losgelaufen aus unserem Hotelzimmer. Und wir sind das Treppenhaus entlang gelaufen und dann habe ich da Stimmen gehört von unten, während ich das Treppenhaus runtergelaufen bin. Und es waren einfach Gäste vom Hotel, die hochgelaufen sind. Aber ich habe instinktiv gedacht, oh mein Gott, die meinen mich. Die meinen mich. Und es hat mich einfach sofort nervös gemacht, oh Gott. Und dann musste ich sofort einfach umschalten. Okay, alles ist gut. Wir filmen jetzt. Frage, wie wäre es denn eigentlich mit einem Date? Danke. Nee? Wer von euch beiden möchte mit mir auf ein Date? Simons. Nein, ich bin verheiratet. Du bist verheiratet? Ja. Du lügst doch. Nein, nein. Wenn du ihn nicht hättest? Vielleicht. Ja? Ja, vielleicht. Date? Vielleicht ein kleines Date? Bitte geh mit mir auf ein Date. Wer möchte mit mir auf ein Date gehen? Na, man merkt noch, ich bin noch nicht ganz drin. Ich mache entweder solche komischen Bewegungen oder noch sowas oder noch den hier. Würdest du mit mir auf ein Date gehen? What? Nein, du hast mich verstanden. I don't speak German, I speak English. Oh, for real? Yeah, oh, okay. I said, would you like to go on a date with me? No, thank you. I have husband. I guess we have to get married now. There's no other way. Yeah, I have to think about marriage. I'm not sure this is my thing, you know. Really? Okay, have fun. Thank you. Wollt ihr alle drei mit mir auf ein Date gehen? Double Date? Jenny, freut mich. Hey. Bianca, cool. So, und wir drei gehen jetzt auf ein Date, oder was? Dann stelle ich mich mal besser in die Position hier zwischen uns. Wohin gehen wir jetzt? Tja, bisher hat es sich eigentlich nur bestätigt, dass es relativ egal ist, was du sagst, wenn du auf Menschen zugehst. Der kritische Punkt ist natürlich immer das Wie. Dürfte ich mit einem von euch auf ein Date gehen? Auf ein Date? Mhm. Also er wäre noch zu haben. Ja? Nee, ich reise direkt morgen wieder ab und heute bin ich... Entschuldigung, wie wäre es eigentlich mit einem Date? So ganz grundsätzlich? So ganz grundsätzlich ja, aber ich fliege morgen schon wieder nach Hause. Du musst gar nicht mit mir sein. Sondern? Dann zu Hause, dann weiß ich nicht. Den Mann, den du schon immer mal daten wolltest. Voll leid, aber viel Glück noch auf jeden Fall. Sorry. Danke. Meinst du, ich schaff das? Ja, bestimmt. Bist du sicher? Ja. Das ist so krass. Je mehr ich das mache, desto mehr fühle ich mich wohl damit. Und in meinem Kopf war alles frei. Ich hatte keine Zweifel. Ich hatte keinen, was ist, wenn sie mir einen Korb gibt? Was ist, wenn die anderen das mitbekommen? Alles war weg. Und ja, was passiert ist, war das hier. Entschuldigung. Hi. Hi. Möchtest du mit mir auf ein Date gehen? Ja. Was? Ja? Ja? Sorry. Caught me off guard. Ja? Ja? Cool. Ja, cool. Ich bin Andi, hi. Freut mich. Weird. Wo geht's denn gerade hin? Ich wollte nicht da sein, das ist so speziell. Okay. Sollen wir das einfach zum Spontan-Date machen? Ja. Ja? Alright, cool. Fehlen ein paar Musiker. Mhm. Das ist so ein süßes. So, vielen Dank. Cheers. Machst du sowas öfters? Nicht so direkt. Nein. Ich fahre das im Konzept vor. Darf ich was Kleines testen gerade? Ich muss wissen, ob das funktioniert von der Konstellation unserer Höhen. Wow! Ich liebe es an Florenz. Florenz ist eine meiner absoluten Lieblingsstädte. Meine Lieblingsstädte. Wirklich, ja? Ach, ich liebe Florenz. Weißt du, auch mich kann das immer noch erfreuen, so ein schönes, spontanes Date zu haben. Das, hey, wo kann man sowas haben? Sowas kannst du im Film erleben, sowas kannst du im Kino sehen, aber wann kannst du sowas schon selber erleben? Nur wenn du es selber kreierst. Schreib die Geschichte, die du gerne in einem Film sehen würdest. Warum sind wir sonst am Leben? Hier ist die Sache. Am Anfang war ich ja genauso nervös. Ich habe mich davor gedrückt,
Mädels anzusprechen. Ich habe die ein oder andere Situation ziehen lassen, weil ich dachte, nein, das ist nicht perfekt und dann gucken mir Leute zu und ich muss erst reinkommen. Wir haben diese Angst. Ich werde auch ganz ehrlich mit dir sein, die kannst du dir nicht abtrainieren, aber du kannst dir etwas viel Schöneres antrainieren. Du kannst dir die Liebe antrainieren, es trotzdem zu tun. Du kannst dir die Liebe für Frauen antrainieren, weil es einfach ein unglaublich schönes Gefühl ist, auf ein spontanes Date zu gehen. Weil es ein unglaublich schönes Gefühl ist, mit einer Frau einzuschlafen und zu wissen, dass du das kreiert hast, aus dem Nichts. Es wäre nicht möglich gewesen, wenn du nicht die eine Hose gehabt hättest, auf sie zuzugehen. Und all das ist es einfach nur wert. Und wenn ich dir helfen soll, wenn du meine Hilfe in Anspruch nehmen möchtest, dass ich dir auf diesem Weg auch helfe, zu einem unabhängigen, freien und attraktiven Mann zu werden, dann klick den Link in der Beschreibung, lass uns miteinander sprechen und wir finden einfach miteinander heraus, wo du gerade stehst, wo du hin möchtest und ob ich dir dabei helfen kann. Schöner Tag!